Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu Let's Play Nom Nom Galaxy. Folge 4 steht an. Schauen wir doch mal, was uns das Universum zu bieten hat. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht weiter nachgeforscht, was aus dem zweiten Tutorial-Level geworden ist. Wir kümmern uns in erster Linie jetzt erstmal um Idyll. Sehnsucht nach neuen Märkten. Oh ja, okay, an den erinnere ich mich. Ich muss sagen, auch wenn ihr dieses Spiel viel Spaß macht, komme ich momentan einfach nicht so viel dazu, wie ich gerne würde, denn leider macht mir Curious Expedition noch ein bisschen mehr Spaß zurzeit. Vor allem, da es etwas mehr Feedback erhält als alles andere, was ich bisher produziere. Riesige versteinerte Bäume. Na, ob wir von denen was übrig lassen. Die versteinerten Bäume hier und der Mangel an Sprengstoff erschweren das Vorankommen. Du solltest das Problem an der Wurzel packen. Zusätzlich zu der neuen Zutat, die in den Nachrichten erwähnt wurde, könnte es ja noch andere Zutaten geben. Experimentieren ist der Schlüssel zum Erfolg. Anscheinend hat eine Mega-Sub-Filiale auf Idyll eröffnet. Dieser verklonkte Goldlöffel ist wirklich überall. Ja, das wundert uns jetzt natürlich nicht. Und als allererstes pflanzen wir die hier wieder ein. Und aus reinem Selbstschutz werden wir das Büro mal ein klein wenig tiefer anlegen. Reicht das schon? Nein, noch nicht. Dann haben wir auch direkt ein Argument, warum wir zu den weiteren Materievorräten vorstoßen wollen. Und darüber hinaus bietet uns natürlich die Erde über uns einen gewissen Schutz vor weiteren Feindangriffen. Die es mit absoluter Garantie geben wird. Darauf gebe ich euch mein Wort. Was haben wir? Jetzt 700. Das müsste eigentlich reichen. Dann machen wir das jetzt so. Korridor hier oben. Und dann haben wir genau einen Ticken zu wenig, um sowohl eine Suppenfabrik als auch eine Suppenrakete zu bauen. Aha, hier gibt es schon mal die Ranken, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann würde es nämlich doch reichen. Wo haben wir sie? So, denn Nudeln. Das Rezept kennen wir schon. Und eine Suppenrakete hier oben. Und dafür finden wir auch reichlich Zutaten hier. Und wenn ich nicht ganz ungeschickt springe, genau, haben wir schon einen ersten Vorrat angepflanzt. Einstecken und guckt mal, was da oben rein zufällig runtergefallen ist. Genau. Jetzt arbeiten wir uns hier schon mal weiter. Aha, aha, aha. Da hinten haben wir etwas Planktonartiges. Und außerdem haben wir jetzt hier reichlich Platz, um das Gras direkt nach unten umzupflanzen. Der Tag ist zur Hälfte vorbei. Das hätte man nicht tun sollen.
Aber abgesehen davon, dass ich jetzt hier noch schon mal die nächste Etage vorbereite. Und hier kommt dann wieder ein Kreuzkorridor hin. Ach stimmt, das funktionierte ja nicht. So, der müsste jetzt von alleine runterfallen. Genau, wir haben noch Geld für eine weitere Suppenfabrik und die richten wir direkt ein, um damit aus diesem Unterwasser-Plankton-Gezeugs, Gedöns, was auch immer das darstellen soll, unser nächstes Erfolgsrezept zu zimmern. Zeit genug ist. Weg damit. Das kostet uns sonst mal Zeit. Einmal pflanzen. Pflanzen wir hier direkt eine zweite an. Legen wir eine kleine Plantage dafür an. Und wir haben sogar noch Zeit, um noch ein bisschen Gras einzusammeln. Schon wieder das Knistern im Hintergrund. Ich krieg noch raus, woher das kommt. Und ich sage euch, von meinem Handy stammt es nicht. Das liegt im Moment ungefähr eine Wohnungslänge entfernt. Herr de la Mer. Klingt absolut köstitastisch. Eigentlich müssten wir jetzt ja schon 100% haben, aber na gut, so einfach wird es uns das Spiel nicht machen. Eine Region im Nordwesten, in der viel Oxygras hast, dieses Zeug. Gut, werden wir uns mal umsehen. Und wir können direkt unsere nächste Einkommensschub vorbereiten. So, eine Region im Nordwesten, sagte er. Und wenn es der Chef spricht, ist es für uns Gesetz. Ah, sieh mal an, da unten gibt es unsere Lieblingspilze. Ist schon mal nicht schlecht. Ist doch Nordwesten, ne? Ja. Gut. Hin und wieder neigt man ja gerne mal dazu, die Richtung durcheinander zu bringen. Aha. Okay. Wollen wir nichts verschwenden. Und siehe da, Zutaten. Eine dürfte aber erstmal reichen. Und schnellstmöglich zurück. Ah, das wunderschöne Klingeln des Geldes. Nein, wir bleiben direkt hier unten. Die nächste Fabrik richten wir nämlich direkt hier schon ein. Einen Suppenautomat. Na. Nein! Nicht doch. Sowas ist blöd. Abreißen. Damit können wir nie wieder ordentlich bauen. So.
Nochmal. Ich hasse dieses Rausgezoome. Ich hoffe, das wird irgendwann geändert oder wenigstens so verbessert, dass es nicht immer hin und her springt, sobald ich irgendwo was baue. Ernsthaft, wenn das hier ein Programmierer sieht, um Himmels Willen, tut da was gegen. So. Hungrige Henne. Wir haben auf jeden Fall genügend für eine zweite Suppenrakete. Rein damit. Die Suppe ist auch schon fertig. Oh, unsere Konkurrenz hat eine Suppe fertig produziert. Faules Pack. Für uns brauchen die gar nicht erst arbeiten zu wollen. Einen davon und schnurstracks wieder zurück. Wir haben noch Geld für einen weiteren Suppenautomaten. Da habe ich dann nämlich schon eine Idee. Wenn denen die eine Suppe geschmeckt hat, wird ihnen die nächste bestimmt auch schmecken. Komm schon, mach schneller, mach schneller. Eine Kleinigkeit erledige ich, bevor ich die nächste Zutat holen gehe. Denn ich wette 10 zu 1, dass wir bald Besuch bekommen werden. Und bevor diese Hunde hier eintreffen, möchte ich gerne vorbereitet sein. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben einen kleinen Vorsprung vor der Konkurrenz. Ob wir die schrägen Fließbänder benutzen könnten, um den Weg hier ein bisschen zu verbessern? So, da wir zwei tragen können, machen wir das auch und bringen auf dem schnellsten Weg die neuen Zutaten in die Fabrik. Ich freue mich schon auf unsere erste Konstruktion mit einem Ernteroboter. Das kann einfach nur lustig werden. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, bald ist Pause, das ist schön. Na, das wird ein bisschen knapp. So, Dalle. Ich würde sagen, wir haben einen geringfügigen Vorsprung. Den wir jetzt natürlich auch noch immens ausbauen werden. Denn ich sehe keinen Grund, nicht einfach weiterzumachen. Steht es 5 zu 1. Da machen wir jetzt direkt noch ein 6 zu 1 draus. So. Ach, habe ich mal wieder doppelt gepflanzt. Ah, meine Schuld. Thank you.
So. Ich denke mal, wir könnten... Natürlich kommt ihr jetzt. Wir könnten uns auch einen immensen Vorsprung mit seltenen Zutaten machen, aber... Erstmal möchte ich eine solide Substanz haben, bevor wir anfangen, wie wild herumzubasteln. So, 850. Ja, du baust mal schön ein. Und ich baue an. Nein, den wollte ich gar nicht. Okay. 3. Ah, und dann müssen wir uns wohl um die Energieversorgung kümmern. Der Angriff wäre vorbei. Spendieren wir direkt mal eine neue Verteidigungsanlage. Jetzt wäre es natürlich klug gewesen, direkt oben zu bleiben. Denn selbstverständlich müssen wir das hier alles wieder aufladen. Noch war der Angriff zwar nicht allzu ernst, aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Das war zwar auch nicht geplant, aber was soll's. Moment, habe ich da was Lebendes auf der anderen Seite gesehen? Das kann durchaus sein. Tomatinis wahrscheinlich. Tomatis, nicht Tomatinis. Dann können wir die noch einmal einwerfen. Und dann legen wir hier noch eine kleine Plantage dafür an. Hoch und dann ist Zeit für einen kleinen Abstecher noch zurück zu dem seltsamen Eisenbaum. Hoffe ich zumindestens. Okay, der Sturz macht keinen Schaden. Das wundert mich zwar, aber sei es drum. Und ich bin mal gespannt, wie schnell wir das Ganze jetzt wieder vonstatten kriegen. Beim letzten Mal habe ich etwas über 45 Minuten gebraucht. Ich war schon etwas überrascht davon. Früher hatte ich hier mal schon Level nach, glaube ich, 5 oder 10 Minuten erledigt gehabt. Einfach indem ich die Gegner durch massenhaftes Suppen produzieren einfach komplett ja, vom Markt verdrängt hatte. So. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall noch ein Generator. Bald ist Pause, das ist nett. Wir machen uns jetzt eher erstmal auf die Suche nach einem Kristall. Und machen dafür noch einen kleinen Abstecher zu den Pilzen runter. Genau. Und ich habe gesehen, da unten... Oh, ho, 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 ho!
Da haben wir der Konkurrenz aber einen ordentlichen Schläge verpasst, würde ich glatt sagen. Wie viel haben wir? 7 Stück. Nicht schlecht, nicht schlecht. Uns genügend Energie besorgen. Oh, und wir haben noch nicht mal irgendwas mit den Pilzen bis jetzt angefangen. Geschweige denn mit den Tomatis oder was auch immer. Ich würde sagen, als nächste Episode lege ich auf jeden Fall so eine kleine Wir brutzeln mal ein paar Rezepte-Episode ein. Es gibt ja diesen Simulator-Modus, in dem es keinen Konkurrenzkampf gibt. Allerdings ein paar nette kleine Angriffe werden wir trotzdem bekommen. Nicht, dass uns noch langweilig wird oder so. Dann werden wir neben den zusätzlichen Rezepten uns auch mal hier ein bisschen umsehen können. Warten wir auf den noch? Ja, ich würde sagen, das machen wir. Da rein und den einen nehmen wir nach unten. Denn der nächste Trip führt uns ja auf jeden Fall wieder zu dem einen Eisenbaum hoch. Oder versteinerter Baum war das genau, nicht Eisenbaum, ein versteinerter Baum. Und dann müssen wir mal schauen, vielleicht eine Pilzfarm anlegen schon mal. Und die Pilze mit den blauen mischen, mit diesen Baumfrüchten und mit den Meeresranken. Eieiei, wie viele Rezepte gibt es hier in diesem Spiel wohl? Und ich wette, da gibt es eine Menge. Und ich wette, ganz zuletzt müssen wir so 90% oder davon schon haben. Vielleicht sollte ich den Gang etwas verbreitern, dann könnte ich flüssiger laufen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Hehe. Schon mal in direkter Nähe. Wir können das nächste Rezept damit direkt angehen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Upgrade, mit dem wir schneller laufen können, sobald wir, wenn wir dann eine Dose Suppe tragen. Momentan können wir nur rennen, wenn wir Zutaten in der Hand halten, aber das ist ehrlich gesagt ein bisschen dünn. Oh, ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Produzieren wir doch schnell nochmal Sodennudeln auf den letzten Drücker. Ja, sehr strategisch platzierte Luftblasen gibt es hier auch noch. Nein, ich wollte hier eigentlich runter. Dann hier rüber. Um noch ein paar blaue zu holen. Ich würde mal sagen, wir können hier unten eine sehr schöne Plantage anlegen. Ah, hier rein.
die Kassen nie schöner klingelten. Strategisch wäre es wahrscheinlich am günstigsten, sie hier hinzupacken. Oh, unser Gegner verzweifelt. Das finde ich ja fast tragisch. Aber ihr kennt mich ja. Immer lieb und nett zu der Konkurrenz sein. Nein, 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 das war eine blöde Idee. Das war eine blöde Idee. Das war eine ganz blöde Idee. Na gut, müssen wir neue blaue Pilze besorgen. Wir liegen immer noch vor der Konkurrenz und haben auch ordentlich Geld verdient. Wie lange sind wir dabei? 26 Minuten über den Daumen. Okay. Nein, ich wollte nicht. So. Suppe. Da, ein Suppenautomat. Und direkt daneben platzieren wir direkt den zweiten. Komm her, komm her, komm her. Einmal wieder einpflanzen und genau. Einmal wieder einpflanzen und direkt hier hoch, den hier rein. Dann gucken wir, dass wir auf dem Weg nach oben ein bisschen den Gang erweitern. Die zusätzliche Materie kann dabei ja auch nicht schaden. Und uns direkt ein paar neue seltene Zutaten einverleiben. 80% haben wir. Und erst schon an Tag 5. Das ist ja gar nicht mal schlecht, würde ich sagen. Zusatzmaterie kann nicht schaden. Schön, wenn man sauber springt, scheint es offenbar sehr gut zu packen. Passen, nicht packen. Packen tut es auch. Ja, doch, schaden kann es nicht. Schon mal hier oben ein paar zusätzliche Charlie und Charles aufzustellen. Dann brauchen wir nämlich nicht alles zu schleppen. Zwölf von 50 Rezepten. Und glaubt mir, wenn ich sage, ich kann es kaum noch abwarten, bis wir endlich die Suppendosen-Werfroboter bekommen. Bevor ich mit irgendwas weitermache, sorge ich dafür, dass unsere hübsche Anlage auch so hübsch stehen bleibt. Okay, den pflanzen wir dann nochmal schnell um. Zu 6 steht es. Die eine rein, die nächste rein. Und noch ein kleiner Abstecher noch mal rüber. Ein können wir noch mal mindestens einkassieren.
Ist noch ein bisschen Tag übrig. Oh, da unten gibt es noch mehr Pilze. Sollten wir vielleicht noch eine reine Pilzsuppe mit aufnehmen? Schauen wir mal. Momentan läuft ja ganz gut. Den Gang haben wir auch offensichtlich gut erweitert. Na komm. Das mit dem Springen muss ich wohl noch ein bisschen üben, aber... Ansonsten... würde ich sagen, stehen wir eigentlich ganz gut da. Wir könnten ja natürlich unten auch schon ein paar Roboter zum Einwerfen der Zutaten aufstellen, aber ich bin der Meinung, das kann ich noch schneller als die Roboter. So, so, er gibt seine Marktposition nicht auf. Tja, puh, interessiert uns das? Eigentlich weniger, oder? Wenn er meint, Stunk machen zu müssen... Ernsthaft? Tag 5 am Zahltag 100%? Und halte die 100% bis Sonnenuntergang? Tatsache, Leute. In, was sind das jetzt, 32 Minuten über den Daumen gepeilt? Ich würde sagen, das ging recht zügig. Dafür, dass die Episoden von NomNom Galaxy mit Abstand die platzmäßig am größten sind auf meiner Festplatte, würde ich sagen, haben wir es diesmal in einem sonderlich guten Zug durchgeraubt. Ich würde das fast rausschneiden, aber ich habe noch kein gutes Schnittprogramm gefunden. Wir haben es auf jeden Fall gut gemacht, Leute, und... 85.830 Punkte, das ist, glaube ich, das Höchste, was wir bisher hatten. Anteilseffizienz 20%. Neue Technologie, das ist der Roboter, den ich meinte. Gib Travis Suppe, um sie in der Fabrik nach oben oder unten zu transportieren. Mit einem schnellen Schlag kannst du die Richtung ändern. Ah, und wir haben noch einen Geheimplaneten freigeschaltet. Und durch die neuen Rezepte haben wir auch Gravlock Nummer A. Also Gravlock A. Aha, da ist der zweite Tutorial-Planet. Gut, Rezepte haben wir genug. Die Zusatzepisode mache ich vielleicht trotzdem. Dann haben wir auf jeden Fall noch Tyrell und danach GSO 002. Die Reihenfolge möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Vielleicht machen wir auch erst das fortgeschrittene Tutorial und dann erst alles andere. Vielleicht kriegen wir hierfür ja noch eine kleine Belohnung. Auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kostet nichts. Daumen runter, kostet auch nichts. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir sagen wollt. Ich lese es mir durch. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!